Mahlzeit und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny 2 Video. Andy Edition und ich saßen die ganze Nacht an diesem Projekt und haben für euch den Stream bis aufs kleinste Sandkörnchen auseinandergenommen, um euch interessante Fakten, die zu sehen waren, aber sicherlich vielen nicht aufgefallen sind, zusammenzutragen. Insgesamt 20 Sachen, die ihr möglicherweise verpasst habt, 10 Sachen bei mir und 10 bei Andy. Daher freuen wir uns, wenn euch dieses Video gefallen würde. Nun aber genug zum Vorwort, wir steigen direkt ein mit der ersten Szene. Der Panzer bekommt anscheinend in Destiny 2 eine größere Bedeutung. Dieser war sehr oft zu sehen, dabei rede ich aber nicht von dem Kabalpanzer, dem Goliath-Panzer oder dem Gefallenenläufer, der übrigens auch zu sehen war. Nein, wir haben den Vorhutpanzer. Und viele haben sich gefragt, ob man diesen dann auch selbst fahren darf. Und ich bin froh, euch zu sagen, ja, wir können es. In dieser kurzen Szene sehen wir den Panzer aus der Third-Person-Perspektive und feuern damit auf einen Goliath-Panzer der Kabale. Damit beantwortet sich auch gleich die Frage, wie es aussehen würde, wenn man den Panzer selbst fährt. Der Panzer ist aber nicht das einzige Fahrzeug, das wir fahren dürfen. Sparrows sind auch wieder da, aber ich denke, das ist keine große Überraschung. Was mich mehr erstaunen ließ, dass die Kabale sich endlich dazu entschlossen haben, ihren eigenen Abfänger zu steuern. Also eine weitere Fahrzeugart, die man sonst aus dem PvP kannte und nun im PvE integriert sind. Falls ihr euch fragt, was ist denn ein Abfänger? Das ist dieses Fahrzeug neben den Moskitos auf der Map Himmelschock beispielsweise, wo wir normalerweise kombinierte Waffen spielen. Ich denke, jetzt wisst ihr alle, was ein Abfänger ist und es ist echt erstaunlich, dass die Kabale den endlich mal im PvE einsetzen. Als nächstes haben wir eine Szene aus der europäischen Todeszone, bekannt als Witwenhof. Warum es eine Todeszone ist, ist eine sehr gute Frage. Ich und Andy Edition haben eine Theorie dazu. Wenn ihr diese hören wollt, schreibt es in die Kommentare. Jedenfalls haben wir dort die Kirche, die aus dem PvP bekannt ist. Oben im Glockenturm sehen wir einen Titan mit Helm, also wahrscheinlich unseren Hüter, und daneben eine Person ohne Helm, sprich eine wichtige Person in der Geschichte von Destiny 2. Andy Edition erzählt in seinem Video, wer das sein könnte und was es mit seinem Wappen auf dem Arm auf sich hat. Doch hier geht es zunächst darum, was er in der Hand hält. Wenn man das Visier und den Anschlag genau betrachtet, sieht es da kein Land außerhalb verblüffend ähnlich. Der Verband am Lauf deutet dabei nur auf ein Ornament oder einen Shader hin. Es wäre sehr spannend, wie eine Primär-Sniper in das neue Waffenregime von Destiny 2 integriert werden könnte. Vielleicht aber ist es auch nur eine Waffe, die dieser Charakter besitzen kann. Wir wissen es nicht, aber es ist die Nolan Beyond. Wo wir gerade bei Waffen sind, ein neuer Waffenhersteller kommt ins Spiel. Bisher kennen wir die Hersteller Surus, Omolon und Hecke. Die sind alle im Stream zu sehen. Nun aber auch die Firma Waste. Zu sehen ist sie auf dem exotischen SMG, gleich im ersten gezeigten Gameplay. Exotisch, weil sie eine Art grünen Rauch freisetzt. Typisch Exo, immer eine Extrawurst. Darüber hinaus trägt ein Bungie-Mitarbeiter ebenfalls ein T-Shirt von diesem Hersteller Waste. Ich freue mich drauf, endlich mal eine neue Waffengattung zu haben. Als nächstes ist in unserem Inventar neben der Magazingröße einer Waffe die Feuerrate in Zahlen ausgedrückt. Destiny hat sich bisher, was Zahlen angeht, immer geschickt rausgehalten. Es waren immer Balken und schwammige Begriffe wie erhöht, deutlich erhöht, verringert oder ähnliches aufgeführt. Nun sehen wir aber, wie viel Schuss pro Minute diese Waffe abgibt. Es wird mir mein Leben dabei erleichtern, Testreihen durchzuführen, denn ich liebe Testen und auch in Destiny 2 wird es ein großer Schwerpunkt auf meinem Kanal sein. Schwerter haben seit The Taken King eine große Rolle in Destiny bekommen, das darf natürlich in Destiny 2 nicht fehlen. Neben der Super des Warlocks mit einem brennenden Schwert rumzuschmeißen, gab es zwei andere Schwerter, die zu sehen waren. Als erstes das Katana, ein japanisches Samurai-Schwert, leicht, flink und rasiert ohne Schaum. Nein, Spaß, aber es ist sowohl in einer Cutscene als auch im Gameplay zu sehen. Daher können wir davon ausgehen, dass wir dieses Schwert im Laufe des Spiels erhalten werden. Das zweite Schwert wird von einem Titan gehalten und sieht aus wie ein mittelalterliches Ritterschwert, groß, stabil und steckt viel Power drin. Auch darauf freue ich mich. Alle guten Dinge sind natürlich drei, jedoch leider nicht im Stream gesehen, aber ich vermute, dass es sich auch ein drittes Schwert in Destiny 2 verbergen wird. Freut ihr euch schon auf Schwerter? Zu erwähnen wäre natürlich auch, dass sie im Gegensatz zu Destiny 1 sehr realistisch sind und keine übernatürlichen, übertriebenen Knüppel aus der Fantasie des Gamer-Designers wie in Destiny 1 sind. Oder was haltet ihr davon? Findet ihr die schön oder mögt ihr lieber übertriebene Knüppel wie in Destiny 1? Gefallene dürfen auch im zweiten Teil nicht fehlen.
Jedoch sind es nicht die Gefallenen, die wir bisher kennen. Sie sehen deutlich anders aus. Ein lila Umhang, die Augenform verändert sich und selbst der Geächtete sieht irgendwie neu aus. Schaut euch erst einmal diesen Captain an. Unglaublich heftig. Auch neue Fähigkeiten scheinen die Gefallenen zu haben. Unsichtbar auf Wänden zu klettern, wie eine Spinne, sehr, sehr spannend. Ob das ein neues Haus ist oder die Elite der Gefallenenallianz, die sich infolge des Krieges auf der Erde zusammengerafft haben. Oh Mann, ich kann's wirklich nicht abwarten, die Story aufzusaugen, wenn sie erst einmal draußen ist. Es ist wohl klar, wer unser Hauptgegner ist, Ghoul und die Rote Legion. Die Kabale sind ein kriegsfreudiges Volk und sind auch so aufgestellt. Klare Ordnung der Befehlskette, Disziplin, Treue und Loyalität. Typisch dabei sind eindeutige Ausweisungen der Legion, als Zeichen des Zusammenhaltes und der Stärke, wie es auch bei den Römern der Fall war. Aber was sind das für Kabale? Grüne Augen, grünlicher Panzer, das Symbol auf der Rüstung sieht auch fremd aus. Wenn man die Kabale der Roten Legion betrachtet, sieht man das Symbol, das wir in letzter Zeit oft sehen, und sie sind alle damit gekennzeichnet, außer diese Grünäugigen. Ist das eine Art Spezialeinheit? Oder bekommt Ghoul Verstärkung von einer anderen Legion? Bungie zeigt auf jeden Fall sehr große Liebe zum Detail. Als nächstes schauen wir uns den neuen Arkus-Fokus des Jägers an. Mit dem Stab herumzuschlagen, ähnlich wie bei der Arkus-Klinge, war denke ich schwer zu übersehen. Aber dann ist mir eine Flächenattacke aufgefallen, bei der der Jäger aus der Luft mit dem Stab auf den Boden haut und eine Welle freisetzt, eine Art Chaosfaust. Ich zeige euch hier in Zeitlupe, was ich meine. Ich hoffe, ihr erkennt es. Erinnert ihr euch, dass Destiny 2 eine Welt ohne Licht sein soll? In diesem kurzen Ausschnitt sehen wir die Sonne, wie sie von einem Energiestrahl beschossen wird. Und dann explodiert sie. Passiert das wirklich? Geht die Sonne drauf? Das wäre natürlich eine simple und logische Erklärung zu einer Welt ohne Licht. Aber what the fuck ohne Sonne? Und es ist nicht nur die Sonne, die dabei drauf geht. Seht ihr diesen kleinen dunklen Planeten im Vordergrund? Das ist unser Merkur. Wisst ihr, was auf dem Merkur ist? Ach ja, der Leuchtturm. Der geht dann wohl auch drauf. Das erklärt, wieso Prüfungen von Osiris nicht bei Release dabei sind. Kein Leuchtturm, kein Osiris, vollkommen klar. Aber aus welchem Grund zerstören die Kabale, falls diese Kampfstation überhaupt von den Kabalen ist, die Sonne? Welchen strategischen Vorteil hat es für sie? Und wenn ich ehrlich bin, diese Stimmgabel passt gar nicht zum Design der Kabale. Deren Raumschiffe sind eher eckig und massiv. Das hier ist eher filigran und ausgerundet. Wem könnte das also gehören? Die Einheiten der Kabale sind auf jeden Fall vor Ort. Natürlich ist uns nicht bekannt, aus welchen Gründen sie da sind, ob sie das Ganze angreifen oder beschützen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und zu guter Letzt, die Champions League kehrt zurück. Jawohl, der Fußball darf hier auch nicht fehlen. Ich hoffe nur, dass es keine Ultimate Team Packs bei eBay zu kaufen gibt, ansonsten ist das eine super Sache. Sonst haben wir immer im Turm mit dem Ball gespielt, aber ohne wirklich ein Ziel. Nun gibt es Tore, bei denen es anscheinend registriert wird, dass der Ball drin ist. Also eine Art Minigame? Sehr kleines, aber sehr nettes Future. Bei sowas vergisst man doch schnell, was man sonst an dem Spiel auszusetzen hatte. So meine Freunde, das waren 10 Sachen, die ihr im Stream möglicherweise verpasst haben könntet. Kanntet ihr die alle oder gab es für euch etwas Neues dabei? Ich würde mich über ein Feedback von euch freuen. Und wenn ihr wissen wollt, wie der Warlock Osiris ausschaut, dann schaut morgen um 18 Uhr auf jeden Fall bei Andy vorbei, denn da gibt es die nächsten 10 Sachen, die ihr auf jeden Fall im Stream verpasst haben könntet. In diesem Sinne, meine Freunde, lasst ihn immer schön schwingen und bis zum nächsten Mal auf VeneroTV.